Ja, hallo und seid gegrüßt, meine lieben Gaming-Freunde. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das ist A Plague Tale Requiem auf der PS5 mit VVR. Hier ist die Sophia, hier sind wir und let's go. Wir sind das letzte Mal bei der Entdeckung hier angekommen in dieser Ruine, sind den Vögeln gefolgt und mal gucken, was uns hier erwartet. Richtig geil sieht das hier aus mit den Säulen und da unten glitzert mich doch auch schon die erste Kiste an. Komm, mein kleiner Hugo. Mal Auf sehen. geht's. Aber warum ist hier Gras zum Verstecken? Auf jeden Fall sieht's cool aus. Und Da, hier sind der Symbole. Wurbel und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Die brennen mal Ich ab. könnte sie alle auf einmal entfernen. Ja, die brennt doch auf jeden Fall. Das mache ich jetzt. Also holen wir uns unser Zeug. Deswegen steht die Kiste wahrscheinlich hier, dass wir uns auf jeden Fall eine Feuerbombe bauen können. So, Feuer wollen wir haben. Freilich. Ja! Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. So, was kommt zum Vorschein? Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Welcher Orden? Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da. Also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal los. Ja, jetzt wird geklettert. Oh, cool. Also Der geht's dort Ausblick von hoch, da wo oben diese ist sicher Zeichnung ist. beeindruckend. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich finde es auch richtig cool. Da oben haben wir die Zeichnung. Da sind wir ja so nicht hingekommen. Die haben wir ja schon im letzten Part, hatte ich die, glaube ich, entdeckt. So, jetzt geht es eigentlich nur noch, dieses kleine Mühlenrätsel zu lösen, was wir noch nicht gelöst haben. Und dann kommen wir gleich dort hoch. Aber es sieht schon geil aus mit dem Mosaikstein hier. Ich habe jetzt irgendwie vermutet, dass man vielleicht hier irgendwie runterkommt, weil das so zerbröckelt schon ist und gerissen, dass es vielleicht irgendwas hier darunter liegt. Aber dem war ja nicht so. Vielleicht gibt es hier oben noch was Kleines. Ja, eine Kiste nochmal für uns, das ist gut. So, können wir jetzt noch, ja, bauen wir uns gleich nochmal Ignifer. Hier kommen wir nicht hoch. Aber, hier hinten. Da geht es auf jeden Fall hoch. Mal gucken, wie wir da langkommen. Komm, hoch mit dir. Ah, sehr schön. Dann ist hier auch noch mal eine schöne Kiste. Dann lunzen wir gleich mal mit rein. Das nehmen wir auch noch mit.
Und da sind unsere Mühlen. Und hepp, alles klar. Und wenn ich mich nicht falsch entsinne. Seht, da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es ja. wird so schön. Da gehen wir hier auf jeden Fall runter. Hin. Aha. So, zack. Und hier geht's ja hoch zu den Mühlen. Und wenn ich mich nicht falsch entsinne, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob ich da richtig lag. Im letzten Part. Ich habe hier die zwei hier, die hatte ich aktiviert, weil ich von der anderen Seite kam. Die habe ich angemacht. Und die anderen zwei dort vorne, die waren aus. Glaube ich. Jetzt habe ich mir so gedacht, wenn ich die jetzt erstmal ausschalte hier, weil es muss ja irgendwas mit Ausschalten zu tun haben, und dann gucken wir mal weiter, ob irgendwas passiert, weil manchmal kommentieren sie ja auch ein paar Sachen. So, die ist jetzt schon mucksmäuschenstill. Das ist gut für uns. Und da die Türen offen sind, geht das nämlich auch recht fix. Genau, ich bin nämlich hier unten über das Blumenfeld gekommen. Ja, dann könnte das wirklich so gewesen sein. Und ich dachte irgendwie, naja, alle anmachen. Aber das war es anscheinend nicht. Schauen wir einfach mal, was noch passiert. Oh, habt ihr das gehört? Ich denke schon, oder? Es hat jetzt hier auch im Controller ganz stark vibriert. Okay, dann gehen wir nochmal runter zu der Höhle. Wo war die denn? Ah, hier. Bei diesen Steinbögen. Genau, und das Geräusch hat es ja schon mal gemacht. Wahrscheinlich, wo ich die anderen zwei anhatte und die noch aus waren. Na gut, da muss man erstmal drauf kommen. Ist relativ simpel, aber... Man kann ja auch viermal daneben liegen. So, hier sind wir runtergekommen. Das ging ja auch noch. Ah, da hinten. Das ist jetzt offen. Die Wand. Sie ist nicht mehr da. Diese eine große Tür. Wand hier. Das war also das Geräusch. Na, da hat wohl jemand eine Menge zu verbergen. Wo gehen wir hin? Keine Sorge. Wir sind echte Entdecker, Hugo. Stimmt. Da unten liegt ganz bestimmt ein Schatz. Weißt du was, Kleiner? Ich glaube, du hast recht. Meine Finger kribbeln, das ist ein gutes Zeichen. Inselentdecker! Und guckt euch mal diese geile Treppe an. In Stein reingehauen. So wie die Zwerge unter Tage. Oh! Geil! Was ist denn das hier? Ganz viele alte Relikte. Und Wein. Das wäre das Erste, was ich mitnehmen würde. Heilige. Verdammt. Ist das echt? Ja. So echt wie ein Schmugglerhort. Ein verdammt guter. Unfassbar. Wer hat das hier gebaut? Erstaunlich. Kann ich das entzünden? Glaubst du, die sind noch hier? Hört sich verlassen an. Aber das ist halt so. Je umwerfender, desto höher die Gefahr, dass man draufgeht. Oh, geil, Leute. Guckt euch mal an, wie diese Flamme brennt. Das sieht ja richtig cool aus. Gefällt mir. Und Hugo atmet sehr laut. Der Kleine. Meine Güte, hier könnte man wirklich noch ganz viele andere Sachen mitnehmen, wenn ich das so sehe. Hier. So ein goldenes... Was soll das sein? Ja, irgendein goldenes Behältnis. Das kann man doch bestimmt gut vertuckeln, um aufs nächste Schiff zu kommen. Geil. Hoffentlich nehmen sie sich irgendwas mit. Ein paar Münzen. Ah, und hier sind sie früher wahrscheinlich mit dem Boot rein. Vom Meer direkt. Gut, aber das sieht so aus. Hier sind so viele Säckchen. Auch als ob ich vor irgendwas weglaufen müsste. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Da hoch komme ich wahrscheinlich nicht. Und ich habe mal die chromatische Aberration ausgestellt. Und auch die Tiefenschärfe. Und ich finde, es sieht schon viel... knackiger und schärfer aus. So, dann zünden wir das Ding auch gleich an. Oh, ja, eine super Kiste.
Oh, und noch eine, und noch eine. Was ist das? Schmuck? Ein Armschutz. Der ist uralt. Zieh ihn an. Er passt. Oh, ist das geil. Amicia erholt sich dank ihren Armschutz schneller von Angriffen. Ja, der Schatz gehört jetzt dir. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich stärker. Ist vielleicht Magie. Alles klar. Gehen wir zurück, bevor uns noch ein Schmugglergeist ausschimpft. Boah, 10 Werkzeuge, ein Werkzeug, 10 Teile für Werkzeuge. Toll hier. Mega. Ich liebe es. Ich muss gestehen, hier würde ich auch gern wohnen. Und wie wäre ein hübsches Haus? Boah, ist das mega. Es ist mir lieber, wenn mich niemand sieht. Ja, ich will auch in einer Höhle wohnen. Himmel, ihr seid doch keine Fledermäuse. Ich glaube, ich bin eher eine Echse. Eine Flederechse. Na gut, warum nicht? Eine Flederechse. Gibt es doch solche Echse, die von Ast zu Ast springen und dann praktisch ihre Häute aufspannen, sodass sie ein bisschen gleiten können. Ist das genial. Und den Armschutz trägt sie jetzt. Das war doch aber alles dann auch optional. Das heißt, das haben doch garantiert manche Leute nicht gefunden. Obwohl, ich denke mal, ja gut, im Internet wird schon das ein oder andere stehen, aber man muss auch das Geräusch hören. Das ist jetzt, finde ich, nicht so offensichtlich. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das entdeckt hattet oder ob ihr es nicht entdeckt habt, wenn ihr es gespielt habt. So, rauf, rauf, rauf. Immer schön die Leiter rauf und dann können wir jetzt versuchen, da hochzukommen. Cool, und das heißt, wir haben jetzt, ja eigentlich stimmt schon, was sie gesagt hat, wenn sie sich stärker fühlt, wir haben jetzt mehr Gesundheit. Die Frage ist, wie wir jetzt da hinten hochkommen. Es gibt noch eine Passage, da sind wir nicht lang gelaufen. Da könnte ich jetzt nochmal lang gehen. Das ist hier unten, wo der Durchgang ist und der Aussichtsturm. Da könnten wir nochmal hin. Aber hier ging es irgendwo runter. Ja. Aber cool, wenn Sophia uns jetzt begleiten will, das finde ich ja dann auch mega nice. Oh! Hier ist ja noch was drin. Wir sind ja wirklich wahrlich richtige Inselentdecker. Und was ist, wenn ich das Ding anbrenne hier? Soll ich das einfach mal machen? Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass die mich angreifen werden, oder? Vielleicht öffnet das ja noch irgendeinen kleinen Weg. Ja, brennt schön weg. Und Asche fördert ja auch das Wachstum, wie wir wissen. Nee. War wahrscheinlich nur zu Deko-Zwecken. Oh, pfeift der Wind hier. Aber richtig. Nun gut, da, ach, da sind die Drachen dran befestigt. Ja. Ob ich die auch abschießen kann? Macht keinen Sinn, oder? Ich kann jetzt noch mal in die Werkbank gehen hier. Mal sehen, was sich machen lässt. Oh, den Armschutz können wir sogar aufwerten. Durch das Tragen des Armschutzes erholt sich Amicia schneller von Angriffen. Und was brauche ich? Ach nee, der ist bereits aufgewertet. Achso, das ist nur eine Anzeige, dass wir den auf jeden Fall haben. Oh, und ich könnte jetzt das Reisewerkzeug, aber das wollen wir nicht, also sparen wir weiter. Werkzeuge haben wir jetzt genug, uns fehlen nur noch Teile. Na gut.
Dann weiter. Und jetzt sind wieder diese seltsamen Fruchtbarkeitsrituale. Ich meine, noch ist nicht wirklich was Schlimmes nichts passiert. Ist tot. Alles schläft. Aber ich hoffe, dass der Sohn der Glutasche es gut mit uns meint. Ja, und ich habe meinen Mikrosound etwas verändert. Ich hoffe, es hört sich für euch genauso gut an oder besser. Ansonsten schreibt mir das gerne mal in die Kommentare rein. So, hier wollten wir hin. Hallo. 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 Na, geht ihr zum Hafen? Oh nein, da waren wir gestern schon. Danke. Ich will noch den Rest anschauen. Ach so, okay, da geht's nicht weiter. Ich kann gar nicht durchgehen. Ju, dann müssten wir ja... Alles friedlich. Oh, hier geht's hoch. Kletter hoch. Gut, gut. Herbariumpflanze, das fehlt uns eigentlich noch. Oh, geil, wir kommen trotzdem in den Turm rein. Komm, hoch mit dir. Ja. Geil. Schön reingeschlichen. Wir sollten nicht hier sein. Hier könnte etwas Wichtiges sein, Iko. Außerdem gibt es nichts Spannenderes, als an einem unerlaubten Ort zu sein. Wirklich? Sie macht nur Witze. Stimmt, Sophia? Klar. Ja, als Piratin auf jeden Fall. Boah, geil, Armbrüste, Pfeil und Bogen. Hier oben denieren sie dann immer schön. Oh, schöner Platz, oder? Um seine Mittags- oder Frühstückspause zu machen. Gleich noch ein Stückchen Wein hinterher. Ja, müsste ich mal auf Arbeit vorschlagen, ob ich das auch mal einführen darf. Was höchste der Gefühl ist, dann alkoholfreies Bier. Eine Möwe! Und hier ist auch noch eine fette Kiste. Mal sehen, was da drin ist. Stimmt, auch Werkzeugsteile. Ja, geil. Nochmal 10 Stück. Maximale Auslootung hier. Hoch, alles klar. Super, das passt sehr gut für uns. So, und dort hoch müssen wir. Aber wie kommen wir da hoch? Muss ich jetzt wieder in den Palast? Also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Vision des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist fast wie ein Fluch. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Es ist ungerecht, aber leider war Sophia. In Gayenne jagte uns die Inquisition deswegen. Wir entkamen nur knapp. Es war schrecklich. Sie haben alle getötet. Wow. Na gut. Wir werden finden, wonach ihr sucht. Ehrenwort. Danke. Ich hoffe es auch, Sophia. Und sie scheint ja wirklich doch friedlich mit uns zu sein. Ich hoffe, sie ist gut. Wir haben sie ja zwar, naja, was heißt gerettet, haben wir sie nicht. Wir haben nur gesagt, dass es eine Freundin von uns ist, als die Soldaten der Grafen sie gesehen haben. Des Grafen und der Gräfin. Oh, hier oben, ja, hier sind sie jetzt weg. Da waren sie doch mit ihrem Blumenkorn. Also haben sie doch noch ein bisschen was gearbeitet, die faulen Kerle. Einmal frei. Können wir nämlich jetzt hier hoch. So, und richtig schöne Inselentdecker können wir dann sein. So, hier noch irgendwas? Eventuell, nee, hier geht's nicht hoch. Keine Pflanze. Okay. Dann machen wir auf hier. Das ist er, der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Wir sind fertig. Wir haben alles... Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig. Ich will dich nicht tragen müssen. Alles gelootet und gelevelt.
So, sehr, sehr schön. Was passiert als nächstes, meine Damen und Herren? Geht's jetzt hier weiter? Die Zähne der Insel. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Okay, immer weiter schön den Berg rauf mit einer Bombenaussicht. Oh, das ist Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Oh, sieht das schön aus. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Etwas, das dir wirklich hilft, Hugo. Vielleicht hat der Vogel es ja. Ja, aber warum soll da oben ausgerechnet ein Elixier liegen, um ihn zu heilen? Vielleicht gibt es aber Antworten für den Heilkraut. Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Oh, cool. Eine Quelle. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Gegenangriff! Aquaknarre! Ist gut, ich gebe auf. Für die du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen! Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Oh, gut gemacht, hier war aber zuletzt erst ich jemand. Ich werde mich rächen. Das ist nun schon wieder ein bisschen seltsam, wenn hier oben einer war. Soldaten? Ist auf. Haben die den Kern hier hochgezogen, die Soldaten? Ist doch auf jeden Fall so ein Blumenkern, womit die Blüten transportiert haben. Oh, es fühlt sich an wie Urlaub hier. Richtig geil. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Oh, Ziegen. Das sind so viele, Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber das ist der Ziegenherr. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät. Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. Zeremonie? Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt ihr näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Aha, aha, aha. Das Übrigens, ist natürlich. Wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Okay, wir müssen eine Ziege zurückschicken. Kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Ja, die können schreien. Ihr kennt ja sicherlich die ganzen Videos. Aber ich finde Ziegen eigentlich ganz cool. Ich mag die auch. Klar, wenn da so ein Bock auf dich zurennt, das hatte ich auch schon mal als kleiner Wanst im Streichelzoo. Da hatte ich schon ganz schön viel Angst. Da ist mein Vater dann aber dazwischen gegangen. Und dann hat sie nicht mehr, hat sie ein bisschen Dampf gehabt vor 1,86 Meter breiter Power. Aber die sehen schon schön aus. Aber ich habe mich gerade gefragt, wie heißt denn jemand,
wir kennen Alan Schäfer, der Schafe praktisch, naja, umsorgt, sich um die kümmert, auf die Weide treibt. Aber wie heißt denn dann einer, der das mit Ziegen macht? Ist das einfach nur ein Hirte? Oder ist das denn ein Zieger? Ich das Heiligtum weiß also es nicht. Abgeriegelt, so ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das macht mich noch neugieriger. Das stimmt, das denke ich nämlich auch. Ich glaube auch. Hört mal, entweder ist das die Ziege, die er meinte? Ja, das ist sie. Tramontan. Ja. Ach, hier drinnen gefangen. Da ist sie. Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihn stundenlang in die Abgeschlossen. Augen. Sollen wir ihr helfen? Was in ihren... Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, aber wo denn? Ich meine, das kann ich abbrennen hier. Das können wir gleich nochmal probieren. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Ach, muss da Hugo jetzt alleine dort rein? Ich glaube, der muss. Ja, der muss durchkriechen. Das wird nicht gefallen. So, bei so einer Dämse hier was anzuzünden, ist natürlich nicht so gut. Na komm, hey, kleiner Mann. Nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Ich öffne jetzt die Tür. Geh so einen lustig. Schritt zurück. Nicht immer, aber meistens, ja. So, und? Wie sieht's aus, kleiner Mann? Nee, dauert noch. Lässt sich immer ganz schön Zeit. Ah, jetzt. Schnell! Gut gemacht! Das war ritterlich. Ah, ja, hallo! Da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Ah, nicht sieht hübsch aus. Schreien. Schön ja. Aufgelöst, auch die Ziege und die sie Hörner. Sehen sehr gut aus. Schöne Texturen. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los. Dein Papa wartet auf dich. Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. Genau, sie kommt ja auf jeden Fall raus. Oh, neue Erinnerung. Keine Ziege vor, oder? Tramontana. Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Los, komm. Ziegenfreundin. Nee, die muss man lassen. So, wo geht's lang? Hier hinten nicht. Ah ja, hier. Ich glaube irgendwie in den Heiligtum, es könnte auch was Schlimmes dort drinnen vor sich gehen. Das vermute ich zumindest. Irgendwas Krankes, Bestialisches. Weil ich glaube nicht, dass hier alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. War es ja noch nie, das wissen wir. Danke für die Opfergaben. Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Soldat. Komm, hoch mit dir. Ja. Ärger geben. Ja, gestern hatten wir genug. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Wir sind besonders vorsichtig, keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Arno. Das war zu erwarten. Ja, klar, weil mit dem Arno ist natürlich... Ich glaube, in den hellen Tagen gibt es normalerweise nicht so eine Aufruhr und erst recht nicht, dass jemand den Graf töten will. Und das nehmen die natürlich dann hier alles als schlechtes Omen. Ich habe kein Messer dabei, da kann ich oben das Teil leider nicht aufmachen. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich dorthin schleichen, oder? Anders wird's wohl nicht. Da unten ist der offizielle Pfad. Oh, und eine Aussicht. Cool. Und hepp.
Oh, Krug. Ich glaube, wir haben jetzt langsam genug Teile. Hier geht's runter. Oder das dürfte nicht mehr allzu viele fehlen. Also 80, 85. Was machen wir mit den letzten Opfergaben? Die bleiben erstmal hier. Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch. Die sollt ihr wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Oh. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja. Okay, Sophia kann Gegner ein hohes Gras locken. Halte L1 gedrückt, ziehe dann aufs hohe Gras und drücke Dreieck für ein Ablenkungsmanöver. Da eigentlich wäre jetzt am besten hier hinten hin. Ich bin hier, falls ich mit dem Prisma für Ablenkung sorgen soll. Weil aufs Hoch möchte ich nicht gehen. So, was drin so. Sophia, das Anzünden, das ist natürlich sehr offensichtlich. Sehr gut. Sobald er weg ist, es hält nicht lange. Verstanden. Okay, ist auf jeden Fall ein bisschen zu weit rausgegangen. War wohl doch nichts. Echt heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja. Sehr, sehr schön. Nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Aber wo kommen wir denn jetzt rein? Und ich könnte endlich mal die Prozession sehen. Ich meine, dort hinten ist eine geile Kiste, aber wir haben jetzt ja sehr viel Loot gesammelt. Dann passt das eigentlich. Sophia, dein Trick würde hier helfen. Das brennt schnell. Gehen die jetzt alle beide dahin oder nur einer? Rauch? Wo kommt der her? Los, es funktioniert. So, dann schnell hier lang. Da ist die Tür, schnell jetzt. Kein Grund zur Sorge. Ja. Sehr, sehr gut, Leute. Wir sind drin. Das Prisma ist magisch. Ja, aber wir sind noch nicht da. Ah, schön, Leute. Hier ist noch eine Bank. Da können wir gleich mal gucken, wie viel wir jetzt haben an der Werkbank. Gut, dann an die Arbeit. Oh, nur noch 11 Stück. 9 Stück, um genau zu sein. Aber wir werden ja 5 oder 10 finden. Geil. Oh nee, das können wir sogar schon machen hier. Durch eine Verstärkung der Bolzen kann Amicia sie aus gegnerischen Leichen zurückgewinnen. Das finde ich eigentlich gut. Das machen wir auch. Weil wir haben jetzt einmal so viele Bolzen, da macht das Sinn. Das sollte die Sache erleichtern. Cool. Yes. Haben wir die voll aufgewertet, unsere Armbrust. Ja, und im nächsten Part würde ich sagen, gehen wir da rein. Dankeschön an euch, die hier eingeschaltet habt. Ich bin euer Affenkönig Dämlich. Das war A Plague Tale Requiem Part 22 und... Mich hat's gefreut, ich hoffe euch auch. Lasst mir ein Like da und einen Kommentar. Macht's gut. Ciao.